Für Frieden und Freiheit. Samstagnachmittag demonstrierten Anhänger der Bewegung Querdenken 591 auf dem Lingener Marktplatz. Der Hintergrund von Querdenken 591 ist die Wiederherstellung unseres Grundgesetzes und unserer Grundrechte. Verbunden natürlich damit auch die Freiheit und auch die Meinungsfreiheit, das, was uns im Grunde in den letzten Monaten genommen worden ist. Vor allem der Umgang mit dem Coronavirus in der Öffentlichkeit kritisierten die Demonstranten, sowie die aktuelle Corona-Politik der Bundes- und Landesregierung. Die Corona-Maßnahmen an sich sind auf ganz wenigen Experten entstanden und bis heute liegt ja auch im Grunde überhaupt keine Diskussion mit anderen Experten vor. Keine anderen Epidemiologen, keine Virologen, niemand, der sich mit tatsächlichen Pandemien oder so auskennt, sondern im Grunde ist unser Volksprofessor Dr. Drosten ja, offensichtlich der einzige Experte, auf den gehört wird. Und unserer Ansicht nach gehört ein großer runder Tisch mit ganz vielen Experten. Rund 100 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Kundgebung teil. Wir leben in einer Diktatur und das gehört wieder weg. Deswegen stehe ich hier für Freiheit, Frieden und die Einhaltung des Grundgesetzes. Und dass wir Bürger ganz einfach aufpassen, dass wir die Politiker daran erinnern, dass wir ein Grundgesetz haben und sie möchten sich bitte daran halten, auch Rechtsstaatlichkeit. Die Durchlässigkeit, dieses Schüren der Angst, dass das alles aufhört. Und mehr Objektivität einfach. Wir reden nicht wirklich über die echten Themen. Also Black Lives Matter beispielsweise sehe ich so als, wir haben gar keinen Rassismus, aber er wird uns von oben aufgedrückt, um vielleicht irgendwas zu verwirren. Ja? Wir haben echte andere Probleme gerade als irgendwelchen von oben aufgedrückten Rassismus. Redebeiträge gab es von einem Hausarzt aus Ostfriesland und einem Gesta-Händler. Die Polizei schätzte die Lage vor Ort, bis auf wenige Zwischenrufe, insgesamt als friedlich ein.